Hallo, hallo, Ben Whelan hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute reden wir mal darüber, wie man dicke Beine bekommt, beziehungsweise wie mache ich meine Beine Weltklasse. Okay, so, jetzt habt ihr mal ein paar Bilder von mir gesehen, wie meine Beine so aussahen, da mit 25, 26 in den Dreh rum. Also sie waren schon absolute Weltklasse. Und wie habe ich diese Beine gekriegt, beziehungsweise aufgebaut, ne? Und dann die ganzen Streifchen da drin, ne? So, ganz einfach. Naja, einfach ist anders, ne? Ist schon schwer, ja? Aber ich werde das jetzt euch mal genauestens erklären, was ich getan habe. So, wenn es zum Bodybuilding kommt, ich sag mal, das Wichtigste sind natürlich die Genetics und dass man auch das Herz hat, hart trainieren zu können. So, wie groß eure Muskeln werden, hat natürlich viel mit euren Genetics zu tun. Aber es gibt da schon so eine Ausnahme. Und wenn ich das sage, die Ausnahme, dann denke ich schon, dass das die Beine sind. Also, das heißt, und jetzt könnte ich sagen, oh Ben, ne, was glaube ich dir nicht? Aus Erfahrung, mit all diesen Jahren, mit all diesen Athleten, mit denen ich zusammen trainiert habe, kann ich euch sagen, dass die Beine am wenigsten abhängig sind von der Genetik, sondern sind am meisten abhängig von, wie ihr trainiert und wie viele Sätze ihr macht und wie oft ihr trainiert und wie hart ihr trainiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie ihr eure Beine schockt. Wie ihr die schockt, damit die wachsen. Also wie gesagt, jeder, der zu mir gekommen ist, jeder, der Herz hatte, ne, der richtig Power konnte, ja, jeder, der zu mir kam, hat im Endeffekt super Beine. Ne? Ganz egal, wer das jetzt war, Eddie Danapfel oder wer auch immer, Heinz Horling oder können die Liste jetzt rauf und runter gehen, spielt es mal keine Rolle. Jeder, der zu mir gekommen ist und mit dem ich Beine so hart trainieren konnte, weil wie gesagt, nicht jeder kann so hart trainieren, der hat im Endeffekt auch dicke und super Beine. Fertig. Ne? Und ich bin davon auch fest überzeugt, dass das jeder schaffen kann, der bereit ist, in die Schmerzgrenze zu gehen, der bereit ist, alles zu geben beim Training, bis ihm kotzübel ist, bis er Kopfschmerzen hat, wo er vielleicht auf Toilette gehen muss und kotzen und so weiter. Ja. Jeder, der das kann, kann auch dicke Beine bekommen, wenn er richtig trainiert. Das ist ja noch eine andere Sache. Ne? Du kannst auch hunderte von Wiederholungen machen. Ne? Kriegst auch keine dicken Beine. Und hast auch trainiert. Ist ja auch schlecht. Ne? Aber klappt halt nicht. So, definiert auf jeden Fall. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine Beine aufgebaut habe über die Jahre. Ne? Also zwischen 20, also bevor ich 20 war, bevor ich zum Vollenweiler-Studio kam, da war mein Beintraining ist absoluter Witz. Ich habe dann so 3 Sätze Lunges gemacht, ne? Und dann so ein paar Beinstrecker und ein Beinkörper und das war's. Ne? Also ich sag mal, wie ich dann mit Deutscher Juniormeister geworden bin, keine Ahnung. Ne? Aber wie auch immer. So, und mit 20, wie ich dann zum Vollenweiler-Studio kam, habe ich dann das erste Mal angefangen, richtig auch Beine zu trainieren. Okay? So, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Worüber ich sprechen will, ist, wie habe ich diese Beine richtig aufgebaut? Also, das Wichtigste, Kniebeugen. Ihr kommt um die Kniebeugen nicht herum, um die Masse aufzubauen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Ne? Da könnt ihr jetzt sagen, oh, nee, 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 nee.
ganz besonders, wenn ihr jung seid, jung und frisch und unbekümmert und euch keine Sorgen um euren unteren Rücken, eure Knie oder was auch immer für einen Scheiß machen müsst, geht das alles. Ne? Aber wie gesagt, Fokus und hart trainieren. So, Kniebeugen. Ganz, ganz wichtig. Ass to the grass. Also ganz runter. Nicht diese halben 90 Grad durchgewuschelten Kniebeugen-Scheiß. Nee. Ganz runter mit dem Arsch auf den Boden und wieder rauf. Ne? Was wichtig ist, dass ihr so langsam rein, ich euch reinbremst beim Runtergehen, ne? Sodass ihr nicht diesen macht, weil dann haut ihr alles jedes Mal voll auf die Knie. Ne? Bremst so ein bisschen euch runter und ihr könnt ein bisschen schneller hochgehen. Ne? Also so explosiv. Ja? Na, kein Problem. Kein Problem. Ne? So. War immer meine erste Übung, habe ich 4 Sätze gemacht, also ein paar Aufwärmsätze, na klar, ne? Und dann 4 richtige Sätze, aber nur 6 Wiederholungen, 6-7 Wiederholungen, das war's, aber auch nicht unter 6 Wiederholungen gegangen, ne? Also 6 oder 7 Wiederholungen, 4 Sätze, Kniebeugen, so 1,5 bis 2 Minuten Pause, so schwer es geht, ja? Natürlich ohne diese bescheuerte Hilfe, ne, die sie machen, ne, so ein Scheiß. Was ist denn das, wenn ich nicht selber das Gewicht hochbringen kann? Dann, was soll denn das? Dann nehme ich weniger Gewicht. Ne? Ist ja ganz klar. So, also, 4 Sätze Kniebeugen. Danach ging es auf die Beinpresse. Ne? Voll geladen bis oben hin und vielleicht noch ein paar Leute oben drauf gesetzt oder wie auch immer. Ganz wichtig ist, dass ihr ganz runter geht. Ne? So, jetzt gibt es ja verschiedene Wege, die Beinpresse zu machen. Also ich habe die immer so gemacht. Ne? Also warte mal, ja, ah, da, ne? Also so. Bisschen auseinander, ne? Die Knie nach außen gezeigt, also Füße nach innen, also Zehenspitzen nach außen und dann ganz runter bis zum Anschlag hier, ne? Schön die Knie in die Brust gedrückt, ne? Und drauf. Und auch 6-7 Wiederholungen, bis zum geht nicht mehr, rumgeschrien. Also ich habe alles gegeben, was ich hatte. 3 Sätze, ungefähr dieselbe Pause, ne? Und dann ging es zur Hackenschmidt, ja? Hackenschmidt habe ich auch so ein bisschen weiter tiefer gestanden, auch so ungefähr so. Ne? Mit den Füßen, nicht ganz zusammen, aber so. Und dann auch ganz runter und drauf und auch wieder 3 Sätze und 6 bis 7 Wiederholungen gemacht. Ne? Jetzt denkt ihr, Mann, das ist ja gar nicht viel. Ne? Ja, aber schwer und korrekt und alles gegeben bis zum Kotzen sozusagen. Ne? So, dann bin ich auf den Beinstrecker gegangen. Und den Beinstrecker habe ich 8 Sätze gemacht. Aber 8 Sätze von 30 Wiederholungen. Ne? Aber die haben ja mal richtig Hammer wehgetan, die 30 Wiederholungen. Ne? Die haben gebrennt wie Feuer. Ja? Aber, und ganz rauf, ganz wichtig, ganz rauf. Ne? Ah, like this, ne? Nicht like diese Scheiße. Auf, ne? Und auf und rauf. Ne? Immer schön volle Kanne. Ne? Und danach dann nochmal 5 Sätze Beincurls. Und dann so ein bisschen Kreuzheben und das war es dann auch schon so im Großen und Ganzen, um die Beine so eine Grundlage zu haben, um die Beine aufzubauen, okay? So, wir reden gleich über die Vorbereitung für die Meisterschaft so ein bisschen, für die Beine, weil, ne, kommt halt drauf an. So, und das, also von 20 bis 25, nur wo ihr die Bilder gesehen habt, mit 25, 26, das sahen dann meine Beine so aus. Aber wie habe ich eigentlich das richtige Volumen, also die richtige Größe an meine Beine bekommen? Ja, ganz einfach. Mit Schocktraining. Schocktraining, ne? Das kann man aber leider nicht so oft machen. So alle 2, 2,5 Monate, also 5, 6 Mal im Jahr kannst du das machen. Und was du machen musst, du machst 50 Sätze Kniebeugen, ja? Aber macht das am besten eurem letzten Trainingstag, ne? Ob das jetzt ein Freitag ist oder ein Samstag, wenn ihr das letzte Mal in der Woche ins Studio geht. Und das ist das Letzte, was ihr macht, sind eure 50 Sätze Kniebeugen. So, und wie gesagt, im General wäre es immer besser, wenn ihr einen Trainingspartner habt, der auch euch richtig pushen kann, ne?
beim Beintraining. Volle Kanne richtig pushen, anfeuern. Ihr feuert den an, der feuert euch an. So dass ihr auf derselben, ihr müsst nicht gleich stark sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich hatte Leute, die waren viel schwächer wie ich, aber die hatten unglaublich Herz und dann hat das richtig Spaß gemacht. Ne? Klar geht's auf die Eier, wenn die Gewichte runter machst. Wie auch immer. So, 50 Sätze Kniebeugen. Okay? Hier ist, was ich gemacht habe. Ich habe die ersten 4 Sätze, also erstmal aufgewärmt und die ersten 4 Sätze normal gemacht wie immer. Ne? Also immer ganz normal. Die Kniebeugen. Ich bin am meisten, also das Höchste, was ich jemals gegangen bin, war 210 Kilo bei Kniebeugen, also niemals mehr, mit 6 Wiederholungen. Es hat mich auch nie interessiert, jetzt super, super stark zu sein. Ne? Und das, es ist auch so, wenn du richtig schwer trainierst, dann machst du dir mehr Gedanken über das Gewicht, als eigentlich um den Muskel, den du aufbauen willst. Ne? Also wie gesagt, die ersten 4 Sätze schwer gemacht und dann bin ich runtergegangen auf, es kam mal drauf an, 120 Kilo. Also es konnte zwischen 120 und 100 Kilo sein. Ne? Und dann habe ich angefangen, die Sätze zu machen. Also die 46 Sätze, die erst noch übrig waren. Ne? So, dann auch, wie gesagt, wieder mit einem Trainingspartner. Aber du kannst natürlich absolut nicht anfangen, darüber nachzudenken, oh, jetzt habe ich noch 46 Sätze zu machen. Ne? Dann gehst du schon direkt nach Hause, aber kein Bock drauf. Ne? So, also, wir haben halt mal so kleine Scheiben genommen, ne? So 10, ne? Dann von einer Seite auf die andere gesteckt, ne? Nach jedem Satz. Ne? So, ah, da braucht man gar nicht zu zählen. Dann haben wir gesehen, ah, wenn die Seite jetzt leer sind, ne? Das sind 10 Sätze, dann gehen wir wieder auf die Seite. Ne? Andererseits machst du dich total bekloppt. So, und dann auch, wie gesagt, nur 6 Wiederholungen gemacht. Ne? Also am Anfang ist das natürlich relativ leicht. Die ersten 10, 15, 20 Sätze geht das natürlich ganz leicht und easy. Aber wie gesagt, ganz runtergehen. Und dann wird es natürlich nach und nach immer ein bisschen schwerer. Ne? Und eure Energie fängt natürlich auch langsam an nachzulassen. Ne? So, und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr einen Trainingspartner habt, der euch richtig pushen kann. Ne? Richtig pushen, volle Kanne, immer weiter, immer weiter. Ne? So, wenn ihr dann, irgendwann kommt ihr dann an einen Punkt, oh, jetzt könnt ihr nur noch 5 Wiederholungen machen. Okay, dann ist es Zeit, 10 Kilo von der Kniebeugenstange runterzunehmen. Ne? Bis sie wieder vielleicht nochmal an einen Punkt drankommt. Ich hatte das niemals. Ich hatte immer nur einen Punkt vielleicht um die 40 Sätze, dass ich da mal 10 Kilo runternehmen musste. Und dann habe ich dann weitergemacht. Also das auf einmal nur noch 5 gemacht, aber auch 5 geht nicht. 6 muss es sein. Und dann 10 Kilo runter und weiter. Ne? So bis du dann 50 geschafft hast. Und wenn du die 50 geschafft hast, oh mein Gott, ne? Das dauert normalerweise 2,5 Stunden, so um den Dreh, ne? Also je nachdem. Wenn du dich danach hinsetzt, kannst du nicht mehr aufstehen. Ich schwör's, du kannst bei eigener Kraft, aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Auf dem Stuhl, auf der Couch, wie auch immer, wo du sitzt, ist vorbei, ne? Also musst du dich schon irgendwie so hochziehen, ne? Ja, so, so sieht's aus. Ja, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ihr eine Woche lang so einen Muskelkater haben wird, dass wenn ihr aufs Klo geht zum Scheißen, Scheiße! Aber nicht wegen dem Scheißen, sondern wegen den Kniebeugen, ne? So. Ja. Und das selber wird wieder aufkommen. Oh fuck, ne? Und dann erinnert ihr euch wunderschön an diese 50 Sätze Kniebeugen. Aber nach einer Woche, und das war jedes Mal so, ne? Jedes Mal nach einer Woche waren meine Beine Minimum einen halben Zentimeter dicker, manchmal einen Zentimeter. Ne? Also es kam doch an, ne? Mal einen halben Zentimeter, immer um den Dreh. Ne? Wie auch immer. So, und so habe ich langsam immer meine Beine aufgebaut. Du kannst das natürlich nicht öfters machen, weil dann übertrainierst du dein ganzes System, nicht nur deine Beine, dein ganzes Körpersystem, dein Immunsystem geht runter und dann wirst du wahrscheinlich auch eine Erkältung bekommen und all diese Scheiß, das wollen wir nicht. Ne? Also öfters als alle 2,5, 3 Monate kannst du das Ding einfach nicht durchziehen. Ne? Aber wenn du das durchgezogen hast, ich verspreche euch, eure Beine werden wachsen. Natürlich müsst ihr auch die richtige Ernährung haben. Ne? Wenn ihr jetzt nichts fresst, ne? Dann kann auch nichts wachsen. Ja? Ist ja ganz klar, dann werdet ihr schmaler. Ne? Okay? Also, so. Wie kriegt ihr jetzt, nachdem ihr die Masse hattet, also bei mir war es so, dass meine Beine immer weiter gewachsen sind und gewachsen sind. Irgendwann waren die 76 cm und das hat überhaupt nicht mehr gepasst zu meinem ganzen Körper, die ganzen Proportionen.
Und dann habe ich dann angefangen, leichter zu trainieren. Und heute sage ich, du warst ein Idiot, du hättest einfach weitermachen sollen und wärst so ein Tom Platz-Verschnitt geworden. Und wäre es total freaky gewesen und wäre halt was komplett anderes gewesen. Aber ist egal, damals hast du gedacht, Harmonie muss passen und ihr wisst ja, ne, all den Bullshit. Okay, so, ganz wichtig, am Anfang, wenn ich mich jetzt vorbereitet habe für eine Meisterschaft, ne, dann wollte ich natürlich diese tiefen Einschnitte haben und diese Querstreifen und so weiter und so fort. Ne? Und wie habe ich die bekommen? Naja, ganz einfach. Okay, ich nehme das zurück mit dem einfach. Mann, das sind so Schmerzen. Okay, so, was ich gemacht habe, nach jedem Satz, also jetzt vom Anfang an vom Beintraining, ne? Nach jedem Satz, Kniebeugen, Beinpresse, ich bin da schon schwer geblieben. Jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, jetzt bist du auf einer Diät, jetzt gehst du aber nicht mehr so bis 210 Kilo hoch, jetzt gehst du vielleicht nur noch bis 180 Kilo in der Kniebeuge oder 160, kommt auch voran, wie du spürst. Aber dann nach jedem Satz habe ich meine Beine angespannt. Ne? Erstmal so zusammen, wie du auf der Bühne stehst. Und dann habe ich immer so links, rechts. Also das heißt rechts 20 Wiederholungen anspannen. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Und ihr wisst schon. Ne? Und dann links. Eins, zwei, drei. Ne? Und dann war es schon fast wieder Zeit für den nächsten Satz. Ne? Und das ganze Beintraining durch. Ne? Also erst so in Pose, als wenn du jetzt auf der Bühne stehst. Ne? So die für die Zehen schön krallen und dann anspannen, richtig, richtig hart und dann die Singles. Ne? Und eins und zwei, ne? Volle Kanne anspannen. Ne? So. Und dann, wenn es kam zum Beinstrecken, Beinstrecken, bin ich bei den 8x30 Wiederholungen geblieben, aber habe ich dann ohne Pause trainiert. Das heißt, ich habe die 8x30 Wiederholungen gemacht, bin dann raus und habe Sissy Squat gemacht. Ne? Ganz tiefe. Solange bis ich nicht mehr konnte, weiß ich nicht die Zahl, dann hoch, solange bis ich nicht mehr konnte, dann anspannen, aber nicht mehr beide zusammen, nur noch einzeln, ne? So, oh, 20 Mal, jedes Bein, durchstrecken, durchstrecken und wieder rein in den Beinstrecker, ne? Weil in der Zwischenzeit hat ja dein Trainingspartner auch schon seinen Beinstrecker gemacht, ne? Und dann wieder Beinstrecken, 30 Wiederholungen, ne? Oh, und dann wieder raus und die Sissy Squat ganz tief, ne? Und dann, bis du nicht mehr kannst, bis du am Boden sitzt, bleibst du bang, ne? Und dann wieder ab, ganz hoch, solange bis du nicht mehr kannst und ah, und dann wieder anspannen, anspannen. Ne? Und dann noch ganz besonders nach dem Ende vom Beintraining immer die Beine anspannen, 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 ne? So oft es geht. Und dann kommen richtig so die Streifen raus, ne? So richtig so die, ja, die Streifen kommen da richtig schön geil raus, ne? So, und werden immer tiefer und tiefer. Und das wird von Wettkampf zu Wettkampf besser. Also beim ersten Mal werdet ihr nicht die absoluten super definierten Beine haben. Außer wenn ihr jetzt anfangt, richtig blöde 100, 200 Wiederholungen zu machen, dann werdet ihr aber eine ganze Menge an Masse verlieren. Ich habe mit Leuten 100, 200, 300 Wiederholungen gemacht an der Beinpresse. An der Hackenschnitt, ne? Die sind gestorben, die haben mich beflucht, du Scheißkerl, ich hasse dich und all das Scheiße, ne? Aber die Beine waren auch fett. Wenn die Beine fett sind, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, ne? Wenn die Beine jetzt fett sind, dann musst du richtig durch die Hölle gehen, wenn du richtige Einschnitte haben willst auf der Bühne, ne? So, dann würdest du natürlich auch viel Masse verlieren, aber es ist ja auch so eine qualitative Masse, die du da auch verlierst. Ne? Und sowieso auf der Bühne ist alles eine Illusion, ne? So tiefer die Einschnitte, so siehst du auch dicker aus. Aber wie gesagt, mit der Zeit wird das immer besser. Auch in der Offseason sehen eure Beine, wenn ihr immer hart trainiert, also es ist natürlich Voraussetzung, ihr müsst immer hart trainieren. Ne? Und wie gesagt, alles geben. Ne? Ich habe immer so eine Angst gehabt vor meinem eigenen Beintraining, ne? Dass ich kurz vorher nochmal, ich muss mal schnell aufs Klo, ne? Und dann habe ich einen Riesenhaufen gemacht, ne? Weil ich Angst hatte. Vor mir selber, ne? Oh shit. Ja, so war das damals im Bodyshop. Ja, und wie gesagt, die Qualität der Beine wird besser und besser von Meisterschaft zu Meisterschaft. Und dann wird es natürlich auch einfacher, ne? Dann, je länger du dabei bist, dann wird es natürlich auch einfacher, dann brauchst du dich am Anfang nicht mehr so, also nachher am Ende nicht am Anfang,
zwischen Kniebeugen und Beinpresse und Hackenschmidt brauchte ich meine Beine gar nicht mehr anzuspannen. Dann habe ich mich nur noch konzentriert aus Beinstrecken und habe dann immer noch die Sissy Squats gemacht und immer noch angespannt und so weiter und so fort. Und meine Beine wurden besser und besser. Und selbst in der Off-Season, das habt ihr in dieses Video, was ich euch eben gezeigt habe, ne, von den Beinstrecken, das war in der Off-Season, ne, sahen meine Beine schon richtig gut immer aus. Ne? Also, je länger ihr das macht, ihr kriegt dann kein Fett mehr zurück an den Beinen. Ne? Das geht gar nicht. Ne? Wenn ihr immer hart trainiert, ist das nicht möglich. So, wie gesagt, so, also nochmal. Schocken, schocken, schocken. Jedes Beintraining, also alle 2,5, 3 Monate, eure 50 Sätze Kniebeugen reinschmeißen. Ich weiß, es ist super hart, vor allem mental ist es echt tough. Aber wenn ihr wirklich was werden wollt und es wirklich schaffen wollt, das ist der einzigste Weg, wie ihr es machen könnt. Außer ihr habt diese Wahnsinn-Genetik, ne, dann braucht ihr euch natürlich nicht so rumzuquälen für die dicken Beine. Ne? Aber ansonsten auch jedes Beintraining wirklich bis zum Kotzen durchziehen. Ne? Richtig, richtig hart. Zweimal die Woche. Ich weiß nicht, wie die das machen mit einmal die Woche. Das hätte einfach nicht funktioniert. Die Beine werden wieder dünner, dicker, dünner, dick. Also bei mir hätte das nicht funktioniert. Zweimal die Woche musste sein, also zwischen 3 und 4 Tagen Abstand. Dazwischen wurden die Beine immer gequält, bis zum geht nicht mehr, okay? So, es ist im Prinzip gar kein großes Geheimnis, wie man dicke und definierte und Weltklassebeine bekommen kann, aber es kann halt nicht jeder mental dahin gehen, wo man hingehen muss. Und jedes Mal das Training wirklich bis zum Äußersten alles geben, was ihr habt, was in euch steckt, kann halt nicht jeder. Ne? Ich habe Leute gehabt, die jeden Tag nach 2 Sätzen irgendwo aufs Klo, ne? Haben mich auf dem Klo versteckt, kamen nicht mehr raus. Ne? Ne, vorbei. Ne? Oder auch hier in Mexiko, ah, warte mal, ich muss doch schnell pissen. Ne? Und dann kam er dann, und nach 5 Minuten kam er wieder, sag, was ist denn passiert? Ne? Dann hat er angefangen auf den Boden zu rotzen und oh, ich fühle mich nicht gut. Und all diese Scheiße, ne? Dann fangen die an und weißt schon, ah, vergiss es, ne? Mit dem kannst du nichts machen. Das sind andere Leute wie der Eddie, da gehst du auf den Klo, der kotzt. Eddie, du bist dran, da holst du den, ne? Und dann macht er alles, gibt wieder alles, fällt um, du machst deinen Satz. Wo ist der Eddie? Auf dem Klo, gehst du aufs Klo, na, bist du am Kotzen, nimmst ihn wieder und zurück auf die Leckpresse, Hackenschmied oder was auch immer. Ne? So, das ist so, wie das geht. Und es geht nur mit harter Arbeit und hartem Training. Und wenn ihr das wirklich wollt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann sorry, dann könnt ihr das nicht. Dann ist das auch nichts für euch. Ne? Bodybuilding ist super, super hart. Ne? Wer denkt, Bodybuilding ist einfach, nee, 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 ist alles nur Stoff, lalala. Bullshit. Ja? Stoff, Bullshit. Haben wir Stoff genommen? Na klar, haben wir Stoff genommen. Ne? Und in einer der nächsten Videos werde ich euch gerne mal sagen, was ich genommen habe als Junior und später und so weiter. In all den Jahren überhaupt kein Problem. Der, ich glaube, der, wer ist Christian Winter, hat mich gefragt in einem der letzten Videos. Wie auch immer, werde ich das gerne mal machen. So, das aber, wie gesagt, hat nichts zu tun mit dem harten Beintraining. Heutzutage sage ich, dass ich eigentlich meinen Hamstrings, meine Beinbizeps ein bisschen vernachlässigt habe, aber dann schaue ich mir ein Video an von 1987, wo ich mich so ein bisschen rumdrehe und denke, oh, ich hatte ja richtig Beinbizeps. Und dann frage ich mich, wo ist denn der hergekommen? Ich denke mal so mehr von den Kniebeugen als von dem bisschen Beinbeuger, den ich da gemacht habe und ab und zu mal das Kreuzheben. Also da glaube ich eigentlich nicht, dass das da war. Also heute würde ich wirklich sagen, ihr müsst schon 15 Sätze Minimum für die Beinbizeps machen. Vielleicht sogar 20, je nachdem, ne, wie eure Veranlagung ist. Kommt halt alles drauf an. Ihr könnt auch dann trennen zwischen vorne und hinten. Es gibt halt viele verschiedene und andere Methoden auch. Aber die Basis, um richtig dicke und gute Beine zu bekommen, ist genauso, wie ich euch das hier auf dem Video erklärt habe. Ne? Hart, immer hart trainieren, alles geben und dann das Schocktraining. Ne? Muss sein, das Schocktraining wird euch schocken in
dass eure Beine dicker werden. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Da werde ich mich nie vergessen, so einen ganz dünnen Typen, ne? Und der hatte richtig Spaß mit mir Schocktraining zu machen. Und der hat dann im Oberkörper immer noch dünn, ne? Und auf einmal hat er dicke Beine, ne? Sah ein bisschen komisch aus, aber, ne? Er mochte das. Wie auch immer. Ist auch egal. Also, so läuft's ab mit dem Beintraining. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Beintraining, bitte gerne hier auf dem YouTube oder auf Facebook oder wie auch immer ihr gerne möchtet, ne? Macht nette Kommentare, wisst ihr ja, Likes und so weiter und so fort. Und wenn ihr wollt und wirklich meine Videos macht, dann shared meine Videos bzw. teilt meine Videos und subscriben und ja, wenn, ne, kennen wir alles, den Bullshit. Okay, so, das ist, was ich sagen wollte. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen. Also, bis dann. Ben Wellen says.